So, haben wir hier noch was? Ne, hier war ja das, was quasi nicht entschlüsselbar ist. Genau. So. Ja, einige Rätsel weiß ich jetzt schon, aber ich möchte die eigentlich erst lösen, wenn wir quasi auch das dazugehörige gelesen haben. Weil sonst gibt es ja keinen Sinn. So, hier ist auf jeden Fall eine Platte unten. Oh, und wir fallen nach unten. Ja, im Spiel gibt es auch eine Menge Fallen. Da müssen wir auf jeden Fall auch drauf aufpassen. Das Spiel ist nämlich nicht so nett. So. Ich denke, die, die Mut haben, können eine Waffe bekommen. Aber wenn ich in diese Spikes reinspringe, dann sterbe ich. Also die Mutigen werden quasi belohnt und erhalten eventuell eine Waffe und wir sind einfach mal mutig, oder? Sind wir mutig? Ja, wir sind mutig. Komm, wir sind mutig und springen die Stacheln. Und die Stacheln sind nur Fake. Ja, die Mutigen werden belohnt. Auf solche Sachen muss man mal kommen erstmal überhaupt. Und das liebe ich an der Mulana. Solche Sachen, auf die man halt quasi, ja, ich weiß nicht, nur so die, über die Ecke denken muss quasi, um da ranzukommen. Das finde ich immer so lustig. Und wir aktivieren hier quasi mal das Teil und bekommen unsere erste Subweapon. Und zwar, ja, die Schuriken. Und die können wir auch hier im Inventar schon auswählen oder Subweapon. Wir haben 30 Stück an der Zahl und können die quasi mit der Subweapon-Taste dann benutzen. So, und Xelpot ist wieder dabei. Ja, manchmal sind hier Waffen versteckt in Ruinen. Also wir müssen quasi, wir haben quasi eine Ammo-Anzeige, also die sind verbrauchbar, die Waffen. Und es gibt halt verschiedene Munition für die Waffen, also es gibt verschiedene Subweapons und ihre Munition halt dazu. Und wir müssen die halt quasi sammeln, damit wir halt die benutzen können. So, ah, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich bin Pro. So, wir könnten quasi hier oben auch ein Gewicht einsetzen. Das machen wir mal. Weil hier sind nämlich auch noch ein paar Kisten. Okay, lass mal die Federmaus hier. Und hier oben hätten wir quasi schon ein neues Gebiet. Ich mach mal hier was. Ah, okay, jetzt können wir quasi... Oh, upsala. Jetzt haben wir nämlich die Kisten hier geöffnet, aber wir kommen da jetzt nicht so einfach ran. Wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden, hier ranzukommen, weil... Hier gibt es nirgendwo etwas, wo wir dahin kommen. Aber ich zeige euch mal ganz kurz hier, wo es hier hingeht. Und zwar zum Spring in the Sky, also zur Quelle im Himmel. Ja, und hier wollen wir auf jeden Fall noch nicht hin. Denn dieses Wasser da ist gefährlich. Es ist nicht so, dass wir nicht schwimmen können, sondern das Wasser ist vergiftet. Und wir kriegen da kontinuierlich Schaden, wenn wir darin uns aufhalten. Und deswegen wollen wir uns erstmal hier wieder verkrümeln, um irgendwie eine Möglichkeit zu finden, etwas zu bekommen, was uns dagegen quasi hilft. So. Ja, und jetzt habe ich quasi, na, jetzt muss ich natürlich noch ein neues Gewicht dafür benutzen, aber ich finde, es war auf jeden Fall wurf, denn ich wollte euch mal zeigen, wo es hier hingeht. Für die Neugierigen unter euch. So. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute von euch überhaupt La Mulana schon kennen. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich kann euch ja mal erzählen, wie ich auf La Mulana gekommen bin. Es war so. Ich habe das Spiel quasi zuerst bei Funk gesehen. Also bei Funk Royal. Der hat das nämlich Let's Played. Aber nicht diese Version hier, sondern die Originalversion. Das Remake kam dann irgendwann auf Steam und ich habe mir so gedacht, das sieht hammergeil aus. Also wirklich, die Grafik haben sie richtig nice aufgebessert, dann auch die Musik ist sowas von genial. Also ich habe wirklich wochenlang hier von, vor allem von diesem Track hier, einen Ohrwurm bekommen und auch vom Track ganz am Anfang. Also wirklich genial so das Spiel und ja, habe mir so gedacht, irgendwann muss ich das mal aufnehmen und jetzt habe ich halt wieder Lust, allgemein wieder Let's Plays zu machen. Und warum nicht gleich mit La Mulana anfangen? Ja, La Mulana ist halt wirklich ein schwieriges Spiel und das ist mir auch bewusst. Aber, ja, schwierige Spiele haben mich schon immer gereizt. Und, ja.
Da wird es ja richtig interessant, auf jeden Fall. So, hier, das sieht schon mal ein bisschen verdächtig aus. Ah, ich kann nicht glauben, dass ich für so etwas drauf reingefallen bin. So eine offensichtliche Falle. Ja, und hier ist eine, quasi ein Podest. Oh, mir hat die ganze Zeit das Wort für Podest gewählt, ich weiß auch nicht warum. Hier ist ein Podest, wo wir quasi ein Gewicht drauflegen können, aber... Ja, ich kann es euch mal zeigen, was passiert. Wenn wir es nämlich drauflegen, dann passiert nämlich Folgendes. Dann fällt nämlich die Unterseite des Gesichtes dieser Statue runter und wir wären erschlagen worden. Ja, auf solche Sachen muss man dann quasi auch kommen, indem man halt quasi wirklich alles mal untersucht, auch nämlich die Hinweise der Skelette mal beachtet. Und dann kann man solchen Fallen aus dem Weg gehen. So, hier haben wir wieder was auf Hinterindonesisch geschrieben. Können wir nicht lesen. Hier sollte man nicht dran schlagen, denn dann bekommen wir einen schönen Schock fürs Leben, sag ich mal so. So. Der Pfad der Gazing, was heißt Gazing? Ich glaube, der sich anschauenden Gesichter, oder? Liegt im himmlischen Korridor. Es ist ein geheimer Flur, oder? Ja. Ich habe ihn gefunden. Aber ich bin zu aufgeregt gewesen und bin halt runtergefallen. Was er damit meint, ist ein unsichtbarer Weg. Im Original hieß das, wo sich die Engel anschauen. So hieß das im Original La Mulana. Hier haben sie es ein bisschen umgeändert, was mich auch ein bisschen verwirrt hat gerade. Ja, und was es damit auf sich hat, werde ich euch dann zu gegebener Zeit zeigen. So, wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Machen ein paar Kisten kaputt, haben mittlerweile schon 81 Goldmünzen, was schon eine ganze Menge ist. Da können wir uns ein bisschen was davon kaufen. Und das wusste ich am Anfang auch nicht. Man kann einfach so hinter den Spikes durchlaufen. Ich habe immer gedacht, man muss immer drüber springen und war und blub und bli. Aber man kann einfach so durchlaufen. Yo, hi, Spikes. Ihr seid mir egal. So. Hier ist ein Podest. Das können wir ja mal aktivieren. Ich weiß gerade nicht, was das macht. Ah, okay, es macht einfach die Kiste auf. Das ist natürlich super. Und drinnen finden wir die Karte. Die Karte des Gebietes. Ich habe jetzt quasi den Pausen-Screen aktiviert. Wenn wir quasi diesen Map-Reader haben, oder hätten, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aus dem Anfangsdorf, da gab es nämlich einen Händler, der hat so einen Map-Reader verkauft. Wenn wir den ausgerüstet hätten, könnten wir quasi die Karte sehen dieses Gebietes. So, aber, ja, die brauchen wir erstmal noch nicht. Wir werden uns erstmal wichtigere Sachen holen, denn der Map-Reader ist nicht so das wichtigste Objekt von allen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall auch, hier schon mal einen Weg eröffnet. Und lass uns mal hier runterfallen und... Wow! Nein, wir fallen genau in die Stacheln rein. Na toll. Na sowas. Oh, und hier sind Blobs. Yay! Hurra! Die sehen voll lustig aus. Oh, und wir kriegen so viel Geld. Das ist unfassbar. So. Boah, es gibt so viel zu entdecken in dem Game. Das seht ihr schon, ne? Also... So viele Geheimnisse. Und wir haben auf jeden Fall wieder ein Skelett, aber das will uns nichts verraten. Voll gemein und so. So, wieder eine Kiste. Oh, 103 Goldmünzen. So, hier hätten wir quasi einen Block. An den kommen wir nicht ran. Da müssen wir irgendwie von der anderen Seite rankommen. Ja, wie wir das machen wollen, das zeige ich euch noch. So, hier hätten wir quasi ein Podest, das können wir mal aktivieren und dann öffnet sich quasi, oder da verschwindet quasi dieses Siegel da oben. Und ich versuche jetzt mal drüber zu springen, ohne... Natürlich trifft mich dieser Glob. Ich mag diese Blobs nicht. Sind immer voll böse und so, komm schon. Nein, Mist, ich bin schlecht. Ich bin schlecht in diesem Game. Oh nein, das war jetzt nicht so gut, glaube ich. So, ich möchte natürlich erstmal wieder auf die andere Seite kommen. War es nicht so klug von mir, hier rüber zu springen. Oh, nice. Okay, ich habe den Sprung geschafft, alles klar. Oh, wieder mehr Geld, wow. So. Ah, es sieht so aus, als wenn hier Shops oder Geschäfte, Läden in diesen Ruin wären. Ah, naja. Ich bin eh gerade am Sterben, so. Es ist nicht wirklich wichtig für mich. Nicht so zuversichtlich, der Typ. So. Hier hätten wir eine neue Steintafel, die wir wieder nicht lesen können. So, aber ich möchte hier eigentlich schon
so viel wie möglich lösen. Deswegen mache ich hier quasi schon mal das, was ich später machen wollte. Und zwar schlagen wir einfach mal hier diesen Stein. Und bam, und nochmal. Yay, und wir haben ein Rätsel gelöst. Und zwar steht, glaube ich, entweder auf dieser Steintafel oder auf irgendeiner anderen quasi drauf, dass der eine, wenn der eine es verschluckt, dann spuckt der andere es aus. Ja, klingt erstmal ein bisschen komisch, vielleicht auch ein bisschen zweideutig, wie auch immer. Auf jeden Fall, der hat es quasi jetzt verschluckt, diese Statue, und diese spuckt es aus. Und dadurch kommt quasi dieser Aufzug raus, ja. So, damit hätten wir das schon mal gelöst. Das Ganze wird man halt quasi mit dem Cliff Reader alles entschlüsseln können. Den hätte ich mir jetzt quasi wieder kaufen können. Hätte ich ins Dorf zurückgemusst und mir den im Laden holen sollen. Aber da ich das schon weiß, kann ich das ja schon machen. So, zwei mutige Seelen sind recht solid. Ein Fels, der einen hohen Punkt erreicht. Was ist diese mutige Seele? Ich weiß es nicht. Weiß nicht, was er damit meint. Auf jeden Fall sind hier ein paar unschöne Gegner, die ich jetzt nicht so mag. Oh, ups. Und wir haben uns gefangen. Na, das ist ja wunderbar. Und wir haben ein Level Up bekommen, sag ich mal so. Ja, Level Up, indem wir einfach wieder unsere Energie aufgefrischt haben. So, wir gucken uns einfach mal jetzt so viel wie möglich an. Ha, ich habe eine Escape Route gefunden. Diese Ruinen scheinen auf mysteriöse Art und Weise connected zu sein. Also verbunden zu sein. Okay, ich muss kurz überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Ich laufe hier quasi so ein bisschen blind durch. Weiß zwar, was ich machen muss, aber ich möchte halt quasi das Spiel nochmal neu erleben. Und ja, es ist halt so viel auf einmal. Und so viel zu erklären. Und ich hoffe, ich kann euch hier ein bisschen was von dem Spiel zeigen und ich hoffe, ich mache das auch halbwegs annehmbar für euch, dass ihr das auch auf jeden Fall mit verstehen könnt. Weil das Spiel ist halt wirklich auch ziemlich groß, sag ich mal so. Und halt auch sehr kryptisch. Und ich glaube, das war nicht so gut. Ich versuche jetzt, die Skelette zu killen, die nicht so nett sind. Diese roten Skelette sind nämlich richtig böse und die bringen auch 14 Punkte. 14 Blobs. Hoch da, hoch da. Ah, hoch da. Und Angriff. Ah, stopp. Nice. Okay, und ich weiß nicht, das hört man quasi nur ganz leise. Es hat sich quasi ein Mechanismus getan. Das war so ein ganz leises Knacken oder ganz leises Raunen. Und irgendwas hat sich gerade getan. Und zwar ist hier dieser Stein rausgefallen. Und damit können wir quasi unser erstes Schieberätsel, unser erstes Blockrätsel lösen. Was noch wirklich sehr, sehr einfach ist. Aber naja, man muss ja klein anfangen, ne? Wow, und dich mache ich mal auf coole Art und Weise kaputt. So, und zwar ist es wirklich sehr einfach. Wir schieben einfach mal quasi die zwei Blöcke hier hin. Und dann gehen wir hier die Leiter hoch und springen. Mal gucken, ob ich den Sprung gleich hinkriege. Ja, springen hier hin und schieben den hier runter. Und dann hier rüber, dass er quasi dann unten auf die Plattform drauf kommt. Und dann müssten wir quasi schon, ah genau, die Druckplatte da oben, das Podest aktiviert haben und das, genau, da legen wir ein Gewicht drauf und dann öffnet sich uns ein Pfad. Und da gucken wir mal rein, was sich da verbirgt. Und diese Statue schießt einfach mal random. Ich weiß auch nicht, warum die auf einmal ausgelöst wird. So. Ja, und das sieht auch schon mal sehr interessant aus. Das sieht ja fast aus wie ein Bossraum, aber hier tut sich rein gar nichts. Wie ausgestorben. Hier hat niemand wirklich Bock, irgendwas zu machen. Ja. Das heißt, wir gehen da ganz einfach später nochmal hin. Hier ist auf jeden Fall noch was zu machen, das kann ich ja schon mal sagen. So, hatten wir die Steintafel da unten gelesen? Ich glaube, oder? Ich mache es nochmal zur Sicherheit. Wow. Ah ja, genau, das war ja, genau, das war
Das war das, genau. So, und wir gehen mal zu dem Skelett hier. Ich habe eine Escape Route gefunden, also einen Ausweg. Diese Ruinen scheinen halt miteinander verbunden zu sein. Genau, das hat man ja auch schon gelesen. Und diese Escape Route oder diesen Geheimgang oder was auch immer er sagt, ist hier. Da muss man erstmal drauf kommen, oder? Man kann hier durch die Wand gehen und kommt hinter diesen Block.